Hallo meine Freunde, hello my friends. Heute machen wir uns bei Kusenim kocht, bei dem kalten Wetter mit viel, viel Schnee. Würde man sagen, wir machen uns eine kräftige Gemüsesuppe mit Kohl, die man dann auch, sage ich jetzt mal, hier durchaus für eine Diät verwenden kann. Wir haben hier Paprika, gelbe Rüben, eine Stange Lauch, Gemüsezwiebel und natürlich einen kleinen Kopf sowie unseren Speck, den man wegleisten kann, aber nicht unbedingt muss. Und dann geben wir noch zwei Kohlwürste hinein. Und jetzt lasst euch überraschen. Jetzt müssen wir zuerst mal schneiden. Ich hebe immer die Speckrinden auf, sind super, super für den Geschmack und man kann das Ganze dann anbraten. Thank you.
Dampf schön rollt schon. Dann tun wir jetzt das, beziehungsweise das erste Mal so gut wie es geht, die Zwiebeln und den Lauch dazu. Fantastisch. Schalte ein bisschen runter. Jetzt lassen wir es circa 15 Minuten bei geschlossenem Deckel und geben im Anschluss dann, wenn euch gefällt das Video. Wenn es euch gefällt, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, über ein Abo, über ein Herz und am allermeisten, wie gesagt, natürlich über ein Abo, denn der Account. Ich möchte ihn einfach noch ein bisschen größer machen. Geben wir unsere Gewürzmischung dazu. Das ist ein Teelöffel Salz, ein Drittel Teelöffel Kümmel, Drittel Teelöffel Pfeffer und etwas Knoblauchpulver. So, ja, und jetzt haben wir alles drin. Jetzt darf es vor sich hin köcheln. So, jetzt ist fertig. Es duftet spitze und jetzt werden wir es dann probieren. So, jetzt nehmen wir uns was aus und probieren einmal, wie das schon schmeckt. Das spitze. So. So, jetzt probieren wir es einmal. Wie ihr seht, zum Morgen in die Wärme wieder gehen. Ja, tut super. Und jetzt probieren wir das Ganze einmal. Ne? Der Geschmack ist hervorragend. Hat sich alles wunderbar verbunden. Ich kann sagen, wir machen super. Wir probieren nochmal die Wurst. Besser wie gerade. Kann ich nur sagen, spitze. Und bleibt mir treu. In diesem Sinn, euer Cosi.